So, herzlich willkommen zurück beim Finale von Sniper Ghost Warrior 2. Im letzten Part haben wir das schlechte Karma abgeschossen. Maddox war wohl doch noch am Leben. Eventuell ist es auch jetzt immer noch. Wir wissen es nicht so ganz genau, denn der letzte Part hat mit einem kleinen Outro aufgehört, das so ein kleiner Cliffhanger zu sein scheint. Wir fahren fort. Akt 3, nichts vermasseln. Ort Tibet, wie immer, 15 Uhr heute. Let the briefing begin. Fraser, Lagebericht. Diaz, was ist da drüben los? Es ist Maddox. Er lebt. Das ist Blödsinn, Agent. Reißen Sie sich zusammen. Ich glaube es selbst kaum, Sir, aber es ist wahr. Er muss derjenige gewesen sein, der uns da am Hotel auf den Philippinen erwischt hat. Verdammt, bei diesem Einsatz geht alles schief. Okay. Satellitendaten zeigen die Wärmesignatur der Biowaffe an Bord des Helikopters, der 2 Kilometer östlich von ihrer Position gelandet ist. Sie sichern und halten bis zur Exfil. Und falls Maddox sie aufhalten will... Ja, wir wissen, was wir dann tun müssen. Das Kaffeekränzchen absagen. Also, sportlich sind sie ja, die zwei. Wie diesem hat Maddox massig Deckung und eine sehr gute Sicht. Pass auf dich auf. Das Problem ist, Maddox war ja auch ein Scharfschütze. Okay, das heißt, er kennt die ganzen Tricks. Auf einer Zeitbombe. Wortwörtlich. Maddox kennt die ganzen Tricks der Scharfschützen, ja. Und ich glaube, er weiß auch, wie man einen erkennt. Ich das ist das zuerst. Problem. Vermutlich hat er uns deswegen auch gesehen, als wir dort oben auf ihn quasi auf unseren Abschuss gewartet haben. Er hat ja unser Fernrohr blinken sehen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Maddox am Leben ist. Es ist genau wie bei dieser verdammten Sarajevo-Sache. Tja, nur dieses Mal gibt es keine Aktentaschen voller 100-Dollar-Scheine. Er macht das nicht wegen der Kohle. Zumindest nicht mehr, seit ich ihm eine hohe Aktivität bei der Brücke dort. Tja, da müssen wir rüber. Ich feuere auf dein Zeichen. Oh, warte, die stehen direkt beieinander. Das ist doch die perfekte Gelegenheit für einen Double Headshot, oder? War das einer? So, das wär's. Folge mir. Ich hoffe mal, das war ein Doubleheader. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich es nicht so richtig gesehen habe. Zumindest der eine war auf jeden Fall ein Kopfschuss. Und wenn der andere noch gezählt hat, dann ist es natürlich wunderbar. Los. Ja komm, geh. Du bist genau in meinem Fadenkreuz. Oh. Tja, daneben. Bleib unten und folg mir. Cole Anderson, bist du das? Du willst den Job zu Ende bringen, stimmt's, Partner? Tja, du hast beim ersten Mal versagt und dieses Mal wird es nicht anders laufen. Carl Maddox, hat dich der Geruch von frischen Scheinen von den Toten aufgeweckt? Fick dich und deine scheißheile Weltvorstellung. In dieser Welt musst du dich um dich selbst kümmern, sonst bist du tot. Wie schaltet er sich auf unseren Funk? Ist das dein neuer Spotter, Cole? Du siehst aus, wie im Büro hängst. Zieh den Bauch mal ein. Da wollen wir jetzt doch kein Loch reinballern. Würde nicht oder könnte nicht. Sieht nicht so aus, als ob dich dein Zielen verbessert hat. Tja. Versuch mal dein Gewehr zu halten und nicht deinen Schwanz. Große Sprüche für einen Fünfjährigen. Du bist immer noch ein Kampfhund an der Leine von Uncle Sam. Aber bellende Hunde beißen nicht. Erinnerst du dich an dein Kommandoteam auf den Philippinen? Keller und Gomez, oder? Ja, genau. Hab's über Funk gehört, als sie nach Hilfe schrien, während ich alle nacheinander verwundet habe. Arschloch. Dieses Mal werde ich den Job beenden. Ich glaube nicht, dass du überlebst und eine Chance bekommst. Also so wie der Typ zielt, ne? Kann das schon Scheiße. Gut sein. Vor uns ist viel offenes Gebiet. Er wird uns mit Sicherheit erwischen. Okay, das heißt durchrennen oder was? Macht euch bereit. Oder so. Und jetzt? Okay, Bewegung. Ja, alles klar. Move! Komm, renn! Du machst es mir leicht, dir zu folgen. Ich kapier, dass du eine Rechnung begleichen willst, aber eine Biowaffe! Überleg mal, wie viele sterben! So geldgierig kannst du doch nicht sein! Du raffst einfach gar nichts! Sobald du hier mit einer Kugel im Bauch in diesem gottverlassenen Müllplatz liegst und merkst, wie austauschbar du wirklich bist. Da sind mehrere bei dem Streifen, höchstwahrscheinlich Scharfschützen in den Hütten auf 12 Uhr. Es sind zu viele für einen Frontalangriff. Wir brauchen eine Ablenkung. Okay. Wenn wir den Benzin.
macht ein Feuer aus. Das wird uns verraten, aber zumindest... Na dann, lass uns das tun. Benzinkanister, ahoi. Genauso gerissen, wie ich diesen Wichser kenne. Da unten ist einer. Komm, dich hole ich mir jetzt zuerst. Oder dich da hinten? Okay, zwei hätte nacheinander. Den dritten noch? Nein, schade. Mist. Hä, hallo? Da, der lag im Gras. Jetzt verstehe ich. Warte mal, der kommt hoch zu mir, oder? Du kannst... Ja, hast du gedacht, was? Immer schön, muss er sein. So, warte mal. Erstmal nachladen, bitte. Nachladen. Und boah, wo hängt er denn hier? Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Irgendwie kommt er da nicht durch. Jetzt. Ja, das Spiel ist immer noch etwas verbuggt. Wir sehen das auch an dem ganzen Grafikflackern, das hier die ganze Zeit uns um die Ohren haut. Aber ich meine, es ist trotzdem wunderschön und macht unglaublich viel Fun. Nach rechts. Ja, das... danke. Dieses Flackern hier, meinte ich, das war gerade kaum. Dieser Platz ist viel leergefegt, das gefällt mir nicht. Vorsicht! Mehr Scharfschützen auf den Türmen. Okay, warte. So, dich kriegen wir. Du bist ja auch kein Problem für mich. Okay, Bewegung. Okay, der war zwar jetzt nicht so schön, der zweite Abschuss, aber tot ist tot. So, noch mehr? Erstmal nicht, ja? Ja, komm. Mach nicht so ein Wind-Dias, wir haben es ja schon fast geschafft. Teilen wir uns auf, dann machen wir Maddox doppelten Ärger. Ich den linken, du den rechten. Gut. Ja! So. Folge Maddox Spur. Die Spur der Zerstörung nehme ich an. Hier die ganzen... Wow! Alter! Nicht so schnell, Camille Schender. Das ist meiner. Oh, cool. Alles okay, Partner? Wir wollen ja nicht, dass dir was passiert. Na los, Arschloch. Hast du die Eier, den Abzug zu drücken? Wie du willst. Seh dich auf der anderen Seite, Cole End. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Guter Schussblatt, Fuß nur eine Meile da. Heilige Scheiße. Dank. Okay, danke. Die gefallen jetzt zurückzahlen. Die haben mich gesehen. Ich stecke fest. Bin unterwegs. Ja, ich bin am Zurückzahlen. Aber warum werden die Dialoge denn abgebrochen? Was soll denn das? Hallo? Wo ist denn hier noch einer? Ach, den habe ich gerade noch. Ich bin dabei. Danke nochmal, dass du mich vom Tod gerettet hast, nicht wahr? Und Maddox, das war Dias Absicht, daneben zu schießen. Er wollte dich ja nur ablenken. Wir müssen ihn einkreisen. Los! Er ist in diesem Tor. Ich sehe da einige Fässer. Es ist Zeit für Vergeltung, Cole. Okay. Da bist du ja. Jage die Kanister in die Luft. In welchem Turm ist er jetzt genau? Verdammt! Ach, Hurensohne! Tja. Maddox hat das Feuer eingestellt. Er muss seine Position wechseln. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir zuschlagen. Wir gehen hoch. Hier drin sind wir zumindest schon mal kurz sicher, hier im Gebäude. So, kann ich schon klettern? Jawohl, ja. Oh, ich freue mich drauf, Maddox so richtig in den Arsch zu treten. Oder zu schießen, vielleicht besser gesagt. Wobei sich das wieder zu zweideutig anhört. Los. Ja, dann komm, renn. Kümmern wir uns nicht um die Scharfschützen, die hier links neben uns stehen? Vorsicht, Scharfschütze-Turm auf 11 Uhr. Ja, ja, ja. Gib mir den. Schon weg. Noch ein Scharfschütze. Moment. Auf 1 Uhr ist der nächste. Wo? Da. Schön, dass es mir angezeigt wird, nicht wahr? Sonst hätte ich jetzt nämlich auf einen Double Kill gewartet. Es war ja im Prinzip einer. Boah, ganz schön tief hier. Boah, in nassen Klamotten. Bäh. Sind wir dann bald mal angekommen eigentlich? Ich gehe hier rein. Hallo? Tch,
Ich wollte gerade sagen, da hockt er doch, dabei ist es so ein blöder Löwe hier gewesen. Oh, wie schön! Leute, das ist doch die perfekte Position für den finalen Todesschuss, oder? Wir sehen Maddox nicht, aber im Hof sind Mörsertrupps positioniert. Wir müssen zuallererst die Minenwerfer ausschalten. Bereit. Das zweite Mörserteam ist rechts von der Statue. Hab ich. Oh ja, jetzt wird erstmal die dicke Wumme hier aufgestellt. So. Komm mal her, zuerst mal den Typen am Mörser. Einer haben wir. Der zweite Typ direkt, der am Mörser sitzt. Du zuerst. Hätten wir. Alle Mörser ausgeschaltet. Er schickt Scharfschützen rein. Habe ich selbst ausgebildet, so wie du das mit mir gemacht hast. So spielt das Schicksal. Ich frag mich, wie es dir ergehen wird. Ja, ich suche. Da unten. Da unten, alles klar, danke. Den haben wir schön erwischt. Da oben. Hab dich. Okay, der schießt gut. Wo noch? Nun, das war eine Scheißshow. Ich hab genug. Wird Zeit, dass der Spaß beginnt, Anderson. Wo ist er? Du redest zu viel. Eliminiere Carl Maddox. Ich suche ihn gerade auf dem Bildschirm ab. Wo hält er sich auf? Ist er hier drin irgendwo? Also laut Karte müsste er hier unten sein. Ah, da! Ich hab dich! Hab ich dich, Maddox. Zeig dich. Und das wär's. Oh, wie fett war das denn? Durch sein Zielfernrohr, durchs Auge. Wie geil war das denn? Aber das war wohl oder übel gescriptet. Uniform. Razor 3-2. Maddox ist tot. Endgültig. Wir rücken zum Paket vor. Razor, Status bestätigen. Status ist beschissen. Verstanden. Sehr gut gemacht, Captain. Aber Sie sind trotzdem ein Arschloch. Gleichfalls. Was ist das? Liegt am schlechten Umgang. Sowas mache ich nie wieder. Die Patrone, die für Maddox Tod gesorgt hat. Wartet zu Hause irgendjemand auf dich? Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Das ist aber traurig eigentlich, ne? CI Games. Sniper Ghost Warrior 2. Das war es. Tja, Leute. Das war Sniper Ghost Warrior 2. Das ging tatsächlich sehr, sehr schnell. Bin ich zumindest der Meinung. Also, der wievielte Part war das jetzt? Der 13., 14.? Mehr sind es, glaube ich, nicht, oder? Wenn überhaupt. Also, das Spiel war relativ schnell rum. Das finde ich sehr, sehr schade. Also, für einen Preis von, wie viel waren es? 45 Euro ist das definitiv zu wenig Spielzeit. Das ist also schon mal ein bisschen Abzug, aber der Rest hat eigentlich alles gepackt, gestimmt, meine ich. Gut, die Story, ne, an sich kann man die Story bei solchen Games eigentlich immer vergessen. Sie haben zumindest versucht, so eine Art Wendung reinzubringen, also dass Maddox doch nicht tot ist, und es, am Anfang ging es nur um die Biowaffe, jetzt letzten Endes ging es nur noch darum, Maddox zu töten. Ja, da kann man dem Entwicklerteam einen kleinen Pluspunkt geben, dass sie dann doch versucht haben, aus dieser bescheuerten Story ein bisschen was rauszuholen. Dann der größte Pluspunkt ist meiner Meinung nach die Grafik und ja, das ganze Gameplay. Also man erlebt selten ein Spiel, das komplett, und ich betone komplett, ruckelfrei läuft. Und das selbst mit Aufnahmeprogramm im Hintergrund.
Das grenzt fast schon an ein Wunder. Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Selbst bei High-End-Spielen wie Hitman Absolution oder anderen. Was gäbe es da noch? Ja, Dead Space 3. Da kommt es immer wieder zu kleinen Rucklern, was größtenteils an Fraps liegt, weil es eben doch eine Menge Prozessorleistung verlangt, das Aufnahmeprogramm im Hintergrund laufen zu lassen. Aber dieses Spiel lief so ruckelfrei wie kein zweites, das ich bisher kenne. Also im Gesamtfazit würde ich diesem Spiel eine glatte 2,0 geben, denn es hat wirklich einen tierischen Spaß gemacht. Der einzige Negativpunkt ist, es war zu kurz und die Story war, naja, ne, also B-Movie-Qualität, sag ich mal. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß bei meinem Let's Play von Sniper Ghost Warrior 2, das hiermit zwar offiziell erstmal beendet ist, aber ich gehe mal hier eben die Credits abbrechen. Mein Gewehr, mein bester Freund und keinen zurückgelassen. Erstmal schön zwei Errungenschaften abgestaubt. 86% Genauigkeit, das kann sich doch sehen lassen. Der weiteste Kopfschuss ist fast 1000 Meter weit weg. Wir haben genau 12 Minuten gebraucht. Und wir haben tatsächlich einen doppelten Kopfschuss gelandet. So, gibt's noch ein kleines Outro? Nein. Was ich euch jetzt sagen kann, ist, dass ich im nächsten Part weitermache mit dem sibirischen Sturm. Dem ersten DLC, welches bereits erschienen ist für Sniper Ghost Warrior 2. Darauf könnt ihr euch freuen. Ansonsten ist dieses Let's Play jetzt beendet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für eure fleißige Unterstützung, was Kommentare und Daumen nach oben angeht. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mein Fan, meine Abonnenten und schaut weiter meine Videos auf meinem Kanal in YouTube. Ich würde mich freuen. Und das werde ich euch mit jedem weiteren Video beweisen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum sibirischen Sturm oder anderen Projekten. Ciao, Leute.